Willkommen zurück beim Witcher 3. Ja, wir treffen uns bald auch mit Corinne. Ich möchte allerdings vorher nochmal eben hier den Händler aussuchen. Aus welchem Dorf kommst du? Oh, der hat wohl noch eine Quest für uns. Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Her mit den Kronen, aber schnell! Hallo! Lass ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Hm. Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Genau. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Dieser Mann ist die Mühe nicht wert. Sein Laden ist überschuldet. Du hast recht. Er sieht richtig verarmt aus. Da muss ich widersprechen. Keine Ahnung, warum ich den Kerl behelligt habe. Entschuldigung und auf Wiedersehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Ja, das klingt doch vernünftig. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Nee. Bin ich kaputt. Nö, jetzt haben wir den Kaufmann verscheucht, oder wie? Eigentlich wollte ich doch bei dem verkaufen. Mensch, Geralt, manchmal bist du aber auch ein bisschen Panne. Da vorne ist noch irgendwie ein nicht erkundeter Ort. Ich glaube, den will ich mir mal angucken. Kriegsveteran, eine Krone? Ich hoffe natürlich auch, dass wir so vielleicht noch irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten hier entdecken. Sind das da hinten gute oder böse Menschen? Das sind Angler, oder? Ja. Das sind Bauern. Dann tauchen wir doch mal eben einmal ganz kurz. Und holen uns hier das Pflänzchen. Kreuzdorn. Und wir tauchen auf. Und wie üblich gucken wir uns mal eben an, was wir bekommen haben. Hm. Hauptsächlich vor allem eigentlich ein Grund, wieder einen Händler aufzusuchen. Ja, sonst noch was ist hier gerade. Was haben wir denn dort? Ein Waffenschmied. Den sollten wir wirklich eben aufsuchen. Hallo Spitzohr, hast du die Gebühr bezahlt? Die Gebühr. Um eben zu verkaufen. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ja. Oh, und da gibt's auch noch eine Quest für uns. Hat er die Reparatur geschafft? Nein. Seid gegrüßt. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Vatgern in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist das Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. Hm, ja. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Hm, ist doch auch nicht schlecht, Hauptsache Geralt Meister. Von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Warum nicht?
Und bin ich mal gespannt. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Ich kann bessere gebrauchen. Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Warum? Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Verdammt schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafka zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und habe verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz. Und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Könnt ihr euch nicht einigen? Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn. Oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ja. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Ja, warum nicht? Gut, vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Will ich doch mal eben nachgucken. Oh, Stufe 24. Ja, das mache ich dann wohl erstmal nicht. Dann gehen wir doch hier zum... Händler? In so herrlicher Natur.
geht's ja rund. Aufmachen. Entschuldigung. Hi. Hm? Lass mal sehen, was du so hast. Was hast du anzubieten? Ja, das ist eigentlich gerade hier nicht so interessant für mich. Bücher haben wir keine. Warte mal ganz kurz, können wir nicht hier sowas verkaufen? Bis dann. Junge, du bist mir persönlich nicht reich genug, sozusagen. Dann gehen wir doch jetzt zur guten Corvette. Corinne. Wie auch immer ich auf Corvette komme. Meister Lehmhut grüßt. Gerald grüßt. Nimmst du die Herausforderung ab? Ja, probieren wir doch mal. Das war auch, glaube ich, so eine hochstufige Quest, ne? Ja, ich kämpfe gegen. Eure. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen. Solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Nee. Leck mich, Meister. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Macht schon, verdammt. Oh, der Stufe 15. Schlachtet die Missgeburt ab. Aber kommt nicht wirklich gerade dazu, was zu machen. Problem ist nur irgendwie, ich mache nicht sonderlich viel Schaden an ihm. Oh, da vorne dringen wir auch gerade einen Zivilisten raus. Ja. Unser Sieger und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist dein Preis. Danke, danke. Archibald O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Buchweizen und Hirse sollen wir anbauen. Würde sich. Wo ist denn da gerade draußen eine. Ah. Haben Sie gesagt. Ah! Oh, ah. Da komme ich leider nie raus. Nimm dich vor den Wachen in. Das müsste dann hier auf der Rückseite des Gebäudes sein. Klingen, warum trägst du die nicht an der Hüfte wie alle? Seid gegrüßt. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht? Welche Nachricht?
Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu. Als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Skellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. Die hast du nicht gefunden. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt niemand Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind auch stark. Und? Was sagst du? Ja. Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Jo. Klingt gut. Wir sehen uns dort. Ja, Skellige wird sicherlich noch ein bisschen auf mich warten müssen. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Das ist irgendwie eine Etage höher. Ja, da geht's hoch. Interessant. Du kommst mir bekannt vor. Nee. Hab ich dich schon mal verlockt? Entschuldigung. Entschuldigung, alte Frau. Ach, kein Wetter. So, dann ist da gleich Corinne. Die sich hoffentlich schon wieder ein bisschen erholt hat. Ein leerer Raum. Irgendwann müsste das auch mal auffallen, dass überall, wo der Hexer auftaucht, die ganzen Sachen wegkommen. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Mhm. Ich bin bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen.
Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Nö. Nein. Machen wir weiter. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Jo. Ja, da ist noch etwas. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Mhm. Das mag sein. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Hm. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Ja, das wäre möglich. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Irgendwie sieht das mit dem Gürtel ungünstig aus. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Ja, da fragen wir nochmal nach. Eine Kneipe? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das hoffe ich auch. Das ist so unangenehm, jemand, der mit mir kämpfen möchte. Hm.
Gut, die Episode ist aber auch schon wieder eigentlich recht lang geworden. Und ich bedanke mich jetzt einfach mal für euer Interesse und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder beim Witcher auf den